Was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrote Edition Randomizer Nastok Challenge. Im letzten Part haben wir MS Anna geschafft, den dritten Orden erhalten. Und jetzt heißt es für uns volle Kraft voraus auf der Route hier. Deswegen werde ich jetzt Maya den EP-Teiler mal wegnehmen und, ihm das Glücksei geben, damit er auch ein bisschen schneller levelt. Ich habe auch Münzamuletten, ne? Das heißt, kann ich auch Geld farmen. Das ist auch nicht schlecht. Wo ist das Glücksei, verdammte Scheiße? Da. Denn wir sehen hier das einzige Pokémon, ich glaube so gesehen, neben Torgedick das schwächste Pokémon in meinem Team, ja. Von Werten her. Und ich finde, wir sehen ja eigentlich cool, ein bisschen cooler als Torgedick, also werde ich das ein bisschen Maya trainieren. Denn Maya ist nötig. Wie man sehen kann. Ruckzucki! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Yep. Skaraborn, Alter. Oh, wie gern hätte ich jetzt einen Skaraborn im Team gehabt, Mann. Ich hätte sogar eins bekommen können, aber nein, das müsste ja sterben, weil es keine zweiten Stampfe ausgehalten hat. Hat mich übelst abfuckt. Chill deine Lage, Alter. Kommt der hier mit dem Deoxys? Mann, die Kraft. Hey. Yo. Dann hau ich. Agilität. Superschall werde ich noch brauchen. Aquaknarre! Nochmal Aquaknarre! Nochmal Aquaknarre! Junglodiakon, bleib ich drin. Ich bin froh, dass ich den Wasserbogen jetzt im Team habe, Mann. Ich bin da echt, echt froh. Ich bin froh, wenn Morabell noch 10 Level, höher erreicht und dann zu einem Sumpex wird. What the fuck geht mit euch allen ab heute? Erst Deoxys und jetzt Lugia. Das Schlimme ist, in diesem Gras gibt es ja noch wilde hier, lol. Gibt es hier noch wilde, Lavados. Noctu, ja komm, bleib ich drin. Mega Heben weg. Was gibt's eigentlich noch so wild? Pantimos. Krebskorps hätte mein Encounter gewesen. Wäre mein Encounter gewesen. Habe aber verschissen. Aquana. Oh fuck. Ich brauche einen Pflanzen- und ein bisschen so ein Elektro-Pokémon. Einer von den beiden wäre mir schon echt lieb. Aber ich recht überlege Pflanze. Pflanze, da habe ich eine Doppelschwäche gegen beides. Da habe ich eine Schwäche. Da habe ich eine Vorteil gegen Boden, gegen Gestein, gegen Wasser. Ach du Scheiße, Entei. Oh fuck. Zum Glück bin ich schneller. Drachenhaut. Yo. Was? Was? Zwei. Oh. Entschuldigung. Zwei Glückseier. Habe ich noch Mittelfinger gezeigt, ne? Sorry. Das war nicht mit Absicht. Ich habe zwei Glückseier. Oh mein Gott. Was ist das für ein Lack heute? Was ist das? Okay, Drachenort ist halt. Okay, mit Drachen kann ich doch nichts anfangen. Weil es zum Tauschen da ist. Aber trotzdem, Mann! Aber trotzdem!
Was? Was? Natuska gegen Georok. Ich kann die Geowatz haben, ne? Ach ja, ich habe ja nur ein Kanto-Dex, ne? Scheiße. Warte mal, kann ich auch da keinen Blitz mehr kriegen? Das wäre echt scheiße, ne? Verpiss dich, Krebskorps. Ja, klar, die Tracking. Keks. Blutsauger. Ich mich jetzt verarschen, als erst letzte Blutsauger? Fadenschuss weg. Schade, dass Blutsauger in dieser Generation nur Stärke 20 hat. Und nicht wie ab Generation 6 war es, glaube ich, schon, wo es schon Stärke 60, 80 hatte. Man hat bitte nötig gehabt. Blutsauger ist eigentlich eine gute Attacke und jetzt wurde es endlich mal verstärkt. Oder doch mal Zeit. Ich glaube, dass ich den Weg zur Zuge City erst im nächsten Part, glaube ich, einschlagen werde. Aus dem Grund, weil ich hier noch die ganzen Trainerkämpfe mache, dann noch die Diktatorhöhle gehe, dann nochmal zurück zur Vitania City laufe und dann nochmal zu angeln. Weil noch irgendein Counter. Komm, leck drin. Außer ich habe Glück und durch das ganze Speeden. Es gebe hier Reptains. Alter. Und Schlurp. Aber Reptain, Alter, ich hätte einen Gewalt bekommen können. Warum, wenn ich mal schon frage, warum machst du eigentlich den ganzen Trainer hier? Aus dem Grund, weil ich die ganzen, das ganze Geld mitnehmen will. Denn man weiß nie, oh Minky, da wechsle ich über. Man weiß nie, wann ich das Geld echt gebrauchen könnte. Apropos. Ich hab doch Münzamulett, ne? Wenn ich schon mit Aerodactyl mal kämpfen muss, dann nehme ich das Münzamulett einfach. So. Hat's schon erledigt? Hubbelhof. Willst mich verarschen? Wach auf! Wach auf! Wach auf, habe ich gesagt! Skorkler. Skorkler ist von Typ Boden, das vergesse ich immer wieder, aber er ist von Typ Boden. Oder? Oder ist er doch von Typ Boden. Das vergisst man immer wieder, ne? Dass Skorkler ein Boden-Pokémon ist. Das ist das erste Mal. Halt den Schnauze. Gegen dich habe ich schon. Gegen dich habe ich auch schon. Gegen dich habe ich noch nicht. War ja klar. Amaldo, ja klar. Ja klar. Amaldo. Geschenkkäfer. Plussel. Ich brauche Lebensschuss, Alter, Mann. Wann denn der Lebensschuss? Level 27 oder erst Level 30? So, jetzt habe ich alle Trainer, jetzt gehe ich nochmal heilen. Ich muss mich das Speeden abgewöhnen, Mann. Holy fuck. Ich kann jetzt gleich gerade nicht auf die Kommentare eingehen, so weit und fort, aber vom Stand aktuell, weil heute ist Samstag, ich nehme gerade am Samstag auf. Und aktuell ist ja gerade der zweite Part draußen. Ich muss eigentlich sagen, das Bild kommt echt gut an, Alter. Also die ersten zwei Parts kamen echt gut an. Besonders Part 2 kam sogar ein bisschen besser als der erste Part. Was mich überrascht hat. Ich bin beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht, dass wirklich das Bild echt sehr gut ankäme. Also von meinen Verhältnissen her. Ich meine, auf diesem Kanal habe ich jetzt auch Standard gerade mal 20 Abonnenten. Ach, warte mal, dabei ein Item. Da war hier ein Item. Blattstein. Wenn ich ein Overlay finde oder sowas. Nice. Okay. Denk das Höhle. Encounter habe ich ja schon hier gehabt, also brauche ich gar nicht versuchen, einen zu fangen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich hab Déjà-vu! Ich hab Déjà-vu, Alter!
Ich kriege einen Scarabon hier, was ich verkacke. Und hier geht's auch wieder Turnoptos. Ich hab ein Déjà-vu, Mann. LOL. Was ist das für eine kranke Höhle, Mann? Was ist das für eine kranke Höhle? Oh, Fifian. Fifian wäre auch cool. Das mag nein. Ich hab gern. Okay, ich hab die Pokémon Rubin, Saphir oder Smaragd gespielt habe. Oder jetzt Omega Rubin, Alpha Saphir. Ich hab immer Fifian ins Team genommen. Ich kann nicht so, ich mag Fifian. Na komm, die Erfahrungspunkte nehme ich halt mit. Aber alter Turnoptos gibt es hier. What the fuck? Da wurde doch jemand, da wurde doch tauschen, ne? Slimog gegen Stolos! Okay, wenn ich mein Slimog habe, gehe ich hier tauschen. Was Stolos ist mir lieber als ein Slimog dann am Ende. Diesmal no joke. Ernsthaft, ich brauche echt. Ich kann mir TM5 nicht holen, ne? Ich habe ein Problem. Zinelbeere. Kiwanbeere, wow. War doch ein verstecktes Item, Mann. Weil das Feld ist so groß. Komm schon. Spiel. Mach nicht diesen. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Okay, dann holen wir uns einfach mal den Encounter. Mit der Angel ja natürlich. Stimmt ja, nach Alabaster kann ich auch angeln, ne? Europe! Level 5 zwar, aber ey, Europe. Das nehme ich an. Wasser, Eis. Ist auch nicht schlecht. Ja, es musste noch im Ball drin bleiben, da. Und gefangen. Wie nenne ich Europe? Da ist noch ein Pokémon, ne? Glitchy! So, dann haben wir den Encounter hier auch schon abgehakt. Und hier kriege ich hier noch ein TM, ne? Was eigentlich Traumfresser. Ah ne, der bringt sogar Traumfresser bei. Bringt sogar Traumfresser bei. Oh mein Gott. Wahrscheinlich auf Bitterguss, weil dann gehe ich das Gene ein. Er wird eingeschläfert. Und dann hau ich mit Traumfresser rein. Heilige Scheiße. Gut, dann gehen wir nochmal zurück auf Route auf Alabastia. Da kann ich auch noch angeln. Den Account nehme ich dann auch noch gleich mit. Alabastia. Komm schon, Alabastia. Statt der Anfänge, gib mir einen guten Encounter. Pupita! Nein! Nein, 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 nein! Ich glaube es nicht. Ich will Pupita haben. Pupita ist. Eigentlich kann Despot da bekommen. Ich muss noch einen Ball. Nein! Ich kann nichts einsetzen. Er wird sterben instant.
Er wird instant sterben, wenn ich eine Attacke einsetze. Ich will Pupita besitzen, Mann. Komm schon. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, danke. Danke, 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 danke. Younes, wenn du zuschaust, Glückwunsch, du bist Pupita. Beziehungsweise danach ein Despoter. Alter, ich hab Despoter. Ich hab. Oh, alles klar, hier gibt's noch wilde Metagross im Gras. Route 1. Holy fuck. Oh, what the fuck, wo kommt jetzt her? B-Boy. Alter, was geht denn hier ab, Mann? Wir die anschauen, ey. Glitchy. Hat auch Speckschicht, lol. Ich hab einen Pupita. Aber die werde ich mir noch aufheben, weil ich will jetzt nicht direkt austauschen, sonst was machen. Sondern ich behalte erstmal die 6 Pokémon, die ich jetzt habe. Und wenn halt eins davon stirbt, dann nehme ich halt erst eine von denen rein. Nehmen wir mal so 15 Pokébälle mit. Das müsste das mal für erste reichen. Okay. Huh. Ich bin hart angespannt, Alter. Warte, gibt's denn Mamoru? Kann ich den Mamoru nicht auch angehen? Aber noch 8 Kanto Pokémon, dann kann ich mir den Blitz abholen. Kann man hier nicht auch angeln? Aber ich kann Albernstein holen, wenn ich schon mal hier bin. Stimmt ja. Wenn ich schon hier bin, gib das Ding her. Das heißt, ich könnte 2 Pokémon dann bekommen, ne? Wenn ich dann Netzinoba-Insel bin. Okay, dann laufen wir jetzt mal zurück zur Azura City. Beziehungsweise gehen wir zurück nach Orania und dann werden dann ein paar beenden und im nächsten Part dann Azura City besuchen. Von da aus dann weiter nach Lavandia. Das heißt aber, ich muss einen Felstunnel dann im Dunkeln machen, ne? Obwohl eigentlich in dieser Generation braucht man nicht so gut wie ich. Nicht wirklich Blitz, ne? Man erkennt ja so gut wie alles auch so. Ich brauche Superbälle, Mann. Aber die kriegen wir erst ab Lavandia. Das ist das Problem. Mein Hyperball will ich auch noch nicht verschwenden. Na gut, Leute. Ich beende hier in den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.